mein Name ist Tanja Klein. Ich bin Designerin. Ich habe eigentlich zuerst eine Ausbildung gemacht als Damenschneiderin. Das ist eine ganz klassische Lehre in der Schweiz, die geht 3 Jahre. Ich war dann schon älter, also mit 18 erst, weil ich zuerst meinen Weg finden musste. Ich war noch im Gymnasium und so, das hat mir nicht gefallen. Und ich wollte etwas mit den Händen machen. Und dann war eigentlich die Wahl für die Bekleidungsgestalterin logisch. Meine Mutter und meine Großmutter sind schon Schneiderinnen. Das war vielleicht auch noch ein Thema, das da mitgespielt hat. Danach bin ich nach Amerika für 2 Jahre. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich eigentlich mich gleich selbstständig gemacht. Ich habe keine Stelle gefunden, respektive es war so, in einem Couture-Atelier zu arbeiten, ist sehr hierarchisch. Und dann habe ich gefunden, ich mache mich selbstständig. Und dort habe ich angefangen, Haute Couture zu machen. Das ist einfach eine Arbeit, die macht man auf Maß und auf Bestellung. Das ist etwas elitär. Man kann sagen, das ist einfach für die, die es sich leisten können. Diese Sachen sind ja nicht so günstig. Und das habe ich dann gemacht bis Mitte 30 etwa. Und danach habe ich gefunden, jetzt reicht, ich möchte eine andere Arbeit innerhalb meiner Arbeit machen. Und habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht als Fashion Designer in Zürich. Und habe dann eigentlich als Diplomarbeit das Label Klein Basel bei Tanja Klein gegründet. Ja, es hat eigentlich mein Bewusstsein zu Kleidung verschärft. Also wie soll ich sagen, die Wahrnehmung ist eigentlich ganz klar. Ich weiß, dass dort Arbeit dahinter steckt und dass Menschen das mit den Händen machen. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil das ist etwas, das ist heute, habe ich das Gefühl, so abstrakt für die Menschen, für die Konsumenten und für mich natürlich überhaupt nicht. Durch das ich natürlich selber nähen kann, weiß ich, wie viel Arbeit es bedeutet, eine Hose oder einen Jupp oder ein Kleid oder einen Mantel herzustellen. Und mir ist auch bewusst, dass das auch in ärmeren Ländern eine sehr niederschwellige Arbeit ist, aber diese sollte halt besser bezahlt werden. Und für mich ist einfach wirklich jedes Kleidungsstück ein Kleidungsstück und nicht irgendwie ein Artikel oder ein Produkt oder etwas. Und das kann man auch pflegen, das kann man auch lange tragen. Und deswegen sind die Designs und die Entwürfe von mir ja auch eher langjährige Modelle. Und das hat schon sehr viel mit dem zu tun, dass ich halt einfach von der Basis her komme. Nach dem Abschluss meiner Ausbildung als Damenschneiderin habe ich, ja, ich habe gewusst, ich möchte einen Laden haben. Das war schon immer so ein großes Ziel von mir. Ich muss sagen, ich habe auch in einem privaten Atelier gelernt, also ich habe nicht in einer Schule oder so das Schneiden gelernt, sondern auch eigentlich in einem Geschäft. Und das war für mich einfach sehr toll, weil ich die Verbindung von der Kundschaft zum Design und vom Design zu der Kundschaft sehr schätze. Also ich finde es schön, dass ich etwas kreiere, umsetze und nachher die Frau das auch bei mir einkauft und mitnimmt und trägt. Also es ist das ganze Paket, das mich interessiert hat, schon von Anfang an. Und darum war klar, ich möchte einen Laden, das habe ich dann eben auch 10, 12 Jahre gehabt. Und danach habe ich die Ausbildung gemacht zum Fashion Designer und dann habe ich ja wieder einen Laden gehabt. Also es ist wie dieser direkte Kontakt mit der Kundschaft, das interessiert mich, ja. Nein, also nach der Ausbildung zum Fashion Designer habe ich, eigentlich wollte ich mich anstellen lassen, also ich habe auch einen Job gesucht bei Mano, damals war Spengler noch ganz groß, aber der ist ja Konkurs gegangen dann und das war auch, und hier in Basel gibt es da nicht mehr so viel. Und ich wusste, ich war 3, 4 Jahre am Pendeln mit Zürich und Biel, habe ich noch Freelance-Jobs gemacht und so. Und dann war für mich klar, ich möchte in Basel bleiben, das ist für mich meine Heimat und ich möchte kurze Wege haben. Ich möchte lieber mit dem Velo arbeiten, gehen wie mit dem Zug. Und habe dann eigentlich gemerkt, okay, es gibt einfach keine Jobs, ja gut, dann machst du es selber.
Und es ist eigentlich ein großes Glück, dass es funktioniert hat, weil man weiß ja nicht, wenn man eine Kreation macht oder eine Kollektion umsetzt, weißt du nicht, ob die wirklich ankommt. Also natürlich hatte ich sehr viel Erfahrung. Ich habe so viele Prototypen gemacht in der Zeit, also in der Haute Couture, mit der Maßanfertigung. Ich habe schon Kundschaft gehabt, die Leute haben mich zum Teil auch gekannt, schon natürlich. Aber trotzdem ist es ein Glück, man weiß nicht, man macht eine Kollektion und denkt, ja, super, oder? Aber du musst dir dann schon noch die Kundschaft erarbeiten und die Akzeptanz und dass man auch an dich denkt, wenn man Lust hat, etwas einzukaufen, dass einem dann auch noch der Laden von Kleinbasel in den Sinn kommt. Genau. Ich war ja irgendwie 23, 24 oder so. Und es war natürlich für mich schon so, die Jobsituation war nicht so einfach. Ich hatte keine Green Card, ich war dort als Touristin und ich habe ein, zwei Jobs im Nähen. Man konnte ein, zwei Jobs machen im Nähen, um für jemanden eine Kollektion zu nähen und so. Und das war natürlich extrem schlecht bezahlt. Dann war nichts mit irgendwelchen Sozialposten oder so. Das ist vielleicht für jemanden, der sehr jung ist, wie ich damals war, war das auch nicht wichtig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, das Land hat einfach, ist nicht sehr sozial. Das ist heute noch so, das wissen wir alle. Und vom Job her, es war einfach ja, etwas komplizierter, weil ich war in LA, das ist riesig. Oder? Du kannst ja nicht denken, dass du dort mit dem Velo irgendetwas machen musst, oder kannst. Also musst du ein Auto haben. Also, es war schon auch aufwendig. Es war eine super Zeit, ich habe sehr viel gelernt. Was mir auch aufgefallen ist damals, dass wir in der Schweiz das duale Bildungssystem, das ist super. Also ich hatte so viel Wissen, das hatte eigentlich sonst niemand. Also ich war dort eigentlich, wenn ich etwas älter gewesen wäre und hätte dort bleiben wollen, denke ich, hätte ich etwas aufbauen können. Weil dieses Wissen von Schnitt und Nähen, wie es in der Ausbildung zur Begleitungsgestalterin, wie die Ausbildung heute heißt, vermittelt wird, das ist eigentlich sehr, sehr speziell. Also das ist sehr ausgewogen und sehr detailliert. Also mit dem kann man wirklich etwas machen. Man hat zwar keine Erfahrung nach der Ausbildung als Begleitungsgestalterin, aber man hat ganz vieles schon gemacht. Und in Amerika war es so, da gab es einfach Praktikas, oder? Also ohne schulische Begleitung noch, die ganze Background mit wie sind Stoffe gemacht, aus was für Kompositionen, wie werden die Fasern hergestellt, all diese Sachen, das kann dir in einem Praktikum, wird dir das nicht vermittelt. Oder? Und das ist sehr essentiell, finde ich. Das ist eigentlich so der größte Unterschied. Einerseits das politische Lebensstil, Lifestyle-Thema und andererseits das fachliche. Ja, damals, also ich hab bei einer Designerin gearbeitet, die hat gar kein Team gehabt, also dort war ich das Team quasi. Und habe ihr geholfen, die Kollektion fertig zu nehmen für diese Show. Und das andere war speziell, dort war ich das war ein Raum mit lauter Tischen und jungen Asiaten, die gezeichnet haben. Das war wie eine Designfabrik irgendwie so. Und dort wurde überhaupt nichts geredet. Also das habe ich irgendwie einen Monat gemacht. Dort habe ich auch Zeichnungen gemacht und so. Und die waren natürlich viel besser im Zeichnen als ich. Aber ja, ich hatte dort einen Job für einen Monat. Und nachher hat es mir auch nicht gefallen. Also es war wie ein bisschen Retorte, oder? Also du sitzt am Morgen vor leeren Blättern und dann heißt es irgendwie, okay, heute machst du Mäntel oder dann zeichnest du Mäntel, Mäntel, Mäntel. Also ich finde es toll, wenn man eine Idee haben kann, diese umsetzen kann, den Stoff suchen kann oder den Stoff hat und die. Denn dann kommt die Kreation, oder? Wenn ich etwas anfasse und Stoff, dann kommt bei mir schon eine Idee. Und dann das wirklich umsetzt, ein Fitting macht und das dann zuletzt auch jemand anzieht. Dann finde ich, ist das sinnvoll. Dann ist das schön. Also ich habe das nicht erlebt, weil ich zweimal von Frauen angestellt war. Hatte. Und die Welt jetzt hier in der Schweiz ist natürlich auch extrem frauenlastig. Also es hat wenig Modedesigner bei uns. Und wenn sind sie meistens homosexuell. Das ist bei uns wirklich nicht so, dass ich hatte nie einen Chef oder so und hatte Probleme mit dem. Aber ich denke, das ist sicher ein Thema. Und ich denke vor allem in der Modelbranche, Foto, Model, Video, diese Geschichten. Im Design, gut,
Einmal muss ich sagen, hatte ich doch, ich hatte einen. Ich war Freelancerin und ich war mit meinem Chef in der Türkei. Und es war ein türkischer Lieferant, ein Produzent. Und der war schon nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, aber ich habe mich dann halt klar abgegrenzt. Und ich habe es auch meinem Chef gesagt. Ich habe gesagt, hey, das geht gar nicht, wenn der das macht, dann musst du einschreiten. Das hat er dann auch gemacht. Also beim nächsten Mal war er dann so, ja, Tanja kommt jetzt mit uns und so. Also er hat mich geschützt, der Vorgesetzte. Genau. Und ich denke, das ist wichtig, wenn so etwas passiert, dass man sich outet. Oder? Also es ist wichtig, dass die Frauen dann irgendwie sich verbinden mit jemandem im Team oder so und sagen, hey, das ist mir passiert, das finde ich nicht okay. Und halt auch mit den Vorgesetzten, oder? Dass das geklärt wird. Das sollte ja wirklich nicht passieren. Also Vorurteile, ich denke, ich hab das nicht so empfunden, dass es Vorurteile gibt. Es ist einfach so, dass wenn du ein Label hast, dann bist du eine öffentliche Person mit einem Laden. Man kann jederzeit zu dir hereinkommen und du reagierst auf das, was passiert, oder? Und es gibt natürlich immer wieder Leute, die unglücklich sind oder mit sich selbst nicht zufrieden oder was auch immer. Und die spiegeln dann irgendwie etwas bei dir. Also eine Frau unglücklich kommt rein, sieht eine Tasche, möchte die Tasche kaufen und sucht dann nach einem Fehler an diesem Produkt. Oder so. Und das ist ja auch ein bisschen voruteilig. Also die Tasche ist wunderbar, das Kleid ist alles gut, aber sie sucht etwas, oder? Und also ich denke, es hat halt viel mit Psychologie zu tun. Man muss ein bisschen realisieren, wie die Leute ticken. Oder? Und sonst jetzt ich habe eigentlich keine Vorurteile in dem Sinn. Es gibt Leute, die interessiert das einfach nicht, was ich mache. Das kann ja gut sein. Das ist ja bei allen anderen Jobs auch so. Und andere, die das sehr interessant finden. Und was mir auffällt, ist, dass vielen einfach nicht bewusst ist, was es benötigt, damit Kleider in einem Laden sind. Das ist wirklich extrem. Also, es hat nichts mit Vorurteil zu tun, sondern mit Unwissen. Also die Leute sind gewöhnt, dass sie irgendwo überall Kleider hängen und Taschen und sonstige Sachen. Aber sie sind sich überhaupt nicht bewusst, was es bedeutet, bis das dort ist. Also das fällt ja nicht aus einer Kartonschachtel, sondern da ist so viel Arbeit hinten dran. Und diese Wertschätzung, die vermisse ich. Ja, das ist schwierig. Also ich finde, das ist so ein großes Anliegen von mir mit dieser Fast Fashion. Also ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber jetzt gibt es ja noch die Ultra Fast Fashion. Das ist ganz, ganz schlimm. Das ist eigentlich, dass man in China gibt es eine neue Webplattform, also einen Webshop. Dort kann man also Kleidung kaufen, die ist so günstig, dass es sich nicht mehr lohnt, diese zu waschen. Also der Konsument kauft etwas, eine Bluse für 3,50 $, trägt sie 2 Tage und nachher wirft er sie weg. Aber der Konsument, also die Käufer, das sind vor allem halt leider auch junge Menschen, die mokieren sich darüber, wenn die Bluse in einem Plastiksäckchen kommt. Also die Idee vom Klimawandel, die ist da, oder? Aber für die Bekleidung noch keine Reflexion. Und es stehen wirklich Menschen dahinter. Also wir wissen das alle von dieser Bangladesch-Fabrik, die abgebrannt ist und hunderte von Menschen sind gestorben und so. Wir wissen ja um dieses Problem. Und ich finde es schon noch schwierig, weil ein solches T-Shirt bei uns, das kostet fast 200 Franken. Das kostet nicht 200 Franken, weil ich reich bin. Das kostet 200 Franken, weil jeder, der etwas daran gearbeitet hat, seinen Lohn bekommen hat. Und wir machen kleine Stückzahlen, oder? Deswegen ist das natürlich auch kostbarer und teurer. Aber es ist schon, wenn ich mit jungen Menschen rede, wenn sie dann sagen, ja, weißt du, ich kaufe jetzt auch T-Shirts für 79 Franken. Also auch hier ist immer noch, also ich denke nicht, dass die genäht haben oder die Baumwolle gepflückt haben, anständig bezahlt wurden. Die Fast Fashion ist einfach zu billig.
Und wir reden jetzt nicht mal von T-Shirts von 99, oder? Klar ist H&M, in der textilen Branche ist eben auch leider so, dass alles über Stückzahlen geht. Also je mehr Menge, umso günstiger. H&M ist riesig global, oder? Klar können die T-Shirts machen für 19,90. Aber auch wenn das T-Shirt 29 kosten würde, wenn sie 10 Franken besser verteilen würden an die Lieferkette hinten, hätten wir alle etwas davon. Und dass das nicht greift, das kann ich fast nicht verstehen. Und das eben jetzt, also das hat mich schon schockiert, das war ein Artikel vor 4-5 Wochen in der Sonntagszeitung mit diesem Ultra Fast Fashion, das finde ich schon recht krass. Ja, also wir haben noch viel zu tun. Also ich habe das Label gegründet nach der Ausbildung zum Fashion Designer. Das war meine Diplomausbildung, also mein Diplomabschluss eigentlich. Und lustigerweise oder interessanterweise hat sich seit damals natürlich die Bekleidung geändert, also die Produkte. Aber die Idee ist immer noch dieselbe. Also wir machen Prints, wir haben Ledertaschen und wir haben Bekleidung für Frauen und Männer. Also Männer machen wir noch nicht so lange, aber machen wir auch. Aber, und diese Substanz, die ist eigentlich geblieben. Genau. Der Beweggrund, um diese Ausbildung zu machen, war der, dass die Welt in der Haute Couture oder in der Maßanfertigung mir einfach zu klein geworden ist. Also ich war da Mitte 30 und wusste, okay, Familienplanung läuft so und ich möchte noch etwas machen. Und es ist halt ganz ein anderer Approach, wenn du Maßanfertigung machst, da kommt eine Kundin zu dir, sie sagt dir, sie möchte ein pinkfarbenes Kleid. Und dann machst du ihr ein pinkfarbenes Kleid. Und das machst du einmal. Und sie zahlt dich für diese Arbeit. Das ist ein eher sicherer Job, finde ich. Also man hat die Arbeit bezahlt, die man macht. Aber man muss natürlich, man muss diffig sein. Also man muss schon ein bisschen schnell sein im Nähen auch und so. Genau. Und das Label, ein Label zu haben, ist etwas ganz anderes. Weil dort machst du kaufst Stoffe ein, du machst die ganze Arbeit und du hängst alles in einen Laden. Du nähst sogar die verschiedenen Größen. Und zwar in der Stückzahl, in der du denkst, dass du sie eventuell verkaufst. Und dann warten die Sachen, bis jemand kommt. Jemand muss es finden und es muss dann noch passen. Oder? Und das ist wie ein ganz anderes, das hat viel mit Vorfinanzierung zu tun und ist viel komplexer in der, auch im Handling. Genau. Und der Beweggrund für diese Ausbildung war, dass mir eigentlich in der Maßbekleidung wurde mir langweilig. Also ich war dort eigentlich so weit, dass ich hatte mit 4,25 zwei Mitarbeiterinnen, wir hatten diese Kundinnen, das war alles super, ich habe das 10 Jahre gemacht. Es war wie, okay, wohin jetzt? Noch mehr Mitarbeiterinnen, noch mehr Haute Couture, noch mehr Maßanfertigung. Ja, ich brauchte einen neuen Challenge halt. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht als Fashion Designer. Ich hatte sehr viel Erfahrung. Ich war eher einer der Älteren an diesem Studiengang. Und habe übrigens heute noch Freundinnen, mit denen gehe ich ein- bis zweimal im Jahr nach Paris. Und alle vier auch Designer. Also wir sind alle vier immer noch Designerinnen, immer noch auf dem Beruf. Einfach in ganz verschiedenen Sparten. Und wir machen immer unsere Paris-Reise seit 20 Jahren. Das finde ich auch schön. Nächste Woche gehen wir wieder. Und die Idee dann mit dem Vorkurs an der Schule für Gestaltung, berufsbegleitend, das war eigentlich so, dass ich einfach mehr Zeit für Gestaltung haben wollte. Weil wenn du die Ausbildung machst als Bekleidungsgestalterin, dann bist du einfach getrimmt auf Zeit. Also das ist, du musst in dieser Zeit das und das hinkriegen und so. Und mir hat ein bisschen so diese Inspirationszeit gefehlt mit ein bisschen Farben mischen, mal etwas mit Kalligrafie, Typografie machen, mal etwas mit Malen machen, Zeichnen machen, so ein bisschen mehr eintauchen in diese Welt. Das hat mir ein bisschen gefehlt und deswegen habe ich das noch gemacht. Ja, das ist nicht ganz einfach. Also zu finden, viele junge Designer fragen mich, ja, wie machst du dann das mit der Produktion und so? Und ich sage immer, schau, es gibt viele tolle Firmen in Europa, in der Schweiz, die produzieren. Das Schwierigste an einem Label ist nicht die Produktion, das Schwierigste ist der Verkauf. Dass man es an die Leute bringt, dass die Leute einen kennen, dass sie einem glauben, was man erzählt.
Das ist eigentlich das Schwierigste grundsätzlich an einem Label. In Bezug auf die Produktion ist es so, also ich habe zum Beispiel mit der Taschenmacher, der unsere Taschen näht, den kenne ich auch seit 20 Jahren. Ich habe bei einem Label Freelance gearbeitet und die hatten Taschen von ihm und ich habe meinen Vorgesetzten gefragt, ob ich dort mal hin darf. Und dann hat er gesagt, ja, klar. Und dann habe ich meine Diplomkollektion, die erste Tasche entworfen und die haben mir die genäht. Und das war ein bisschen so, dass ich dort im Tessin war und die haben eigentlich super Maschinen gehabt, aber keine Arbeit. Und das habe ich, also die waren früher für Bali tätig und Bali hat dann irgendwie wurde aufgekauft von den Amerikanern und dann wurde die ganze Produktionskette nach Amerika verlegt oder sonst wohin, weiß ich nicht. Und die sind da gestanden und haben eigentlich keine Arbeit gekommen mit sehr viel Know-how. Und das hat mich natürlich schon etwas bestürzt, weil ich immer finde, wenn jemand so etwas kann, muss man das erhalten und fördern und unterstützen. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Also ich bin sicher eine komplexe Kundin für meinen Taschenmacher, weil wir haben viele verschiedene Modelle und wenig Stückzahlen. Also er muss zum Teil auch alles einzeln zuschneiden. Eine gelbe Tasche, eine grüne Tasche, eine schwarze Tasche. Das ist für ihn schon sehr anspruchsvoll. Aber wir können das. Also wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Ich gehe natürlich immer wieder vorbei und ich sehe auch, dass immer die gleichen Leute dort arbeiten. Ich habe die auch am Telefon und so. Also ja, und die sind jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Also ist das eigentlich, der Lohn müsste stimmen. Also ja, der Mindestlohn ist eingehalten. Jetzt Kroatien, Schwäbisch Alb, Deutschland und so. Ich gehe dorthin, ich sehe die Bedingungen, ich sehe, dass das meistens Frauen oder Menschen, gibt auch Männer, die nähen, aus dem Dorf sind, wo diese Fabrik steht. Also das ist eine Manufaktur, die sind mega klein, die haben vielleicht 10, 15 Mitarbeiterinnen. Also so viele Nähmaschinen stehen rum, aber manchmal sind nur 5 da oder so. Ja. Und ich glaube einfach, dass wir machen das halt sehr viel über die Beziehung, über die Verbindung. Wir haben sehr viel Kontakt mit den Produzenten. Ich gehe viel hin, aber wir telefonieren auch. Also das mache weniger ich, weil ich mehr so die Kundenseite mittlerweile betreue. Ich kann ja nicht alles machen. Also ich mache das Design und Produktion, Einkauf lasse ich wie aus. Das machen mein Team und dann mache ich wieder im Verkauf mit. Und ich sehe, dass einfach die haben ein gutes Verhältnis. Wir haben zum Beispiel auch einen Lieferanten, der bringt die ganzen Kleider persönlich zu uns mit seinem Lastwagen und so. Also das ist schon sehr, sehr nah. Und die Kommunikation stimmt einfach. Und ja, natürlich bin ich auch nicht eine, die die Philosophie vertritt, dass man Preise drücken muss. Also das ist ja die ganze Branche ist ja extrem preisorientiert. Und ich bin eigentlich eher qualitätsorientiert, also Kleinpass ist eher qualitätsorientiert, auch in Bezug auf Arbeitsbedingungen, auch im Team. Ich möchte, dass die Leute eigentlich happy sind, es nützt mir alles nichts, wenn ich unglückliche Mitarbeiterinnen habe. Und ich denke, das ist wichtig. Also es geht um Qualität bei den Produkten, bei den Menschen, die bei uns arbeiten und mit den Menschen, mit denen wir arbeiten. Und das hat mit dem Preis zu tun. Und wenn ich ein Design mache, einen Entwurf mache und wir machen das Muster, also der Produzent macht das Muster und dann kommt er mit dem Preis, weil sie machen die Preise immer erst, nachdem sie es einmal genäht haben, damit sie wissen, wie lange sie brauchen und so. Und dann ist der Preis viel zu teuer, wenn ich das rechne mit der Marge. Wenn dann das Kleidungsstück im Laden zu teuer ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es gar nicht, wir machen es mit einem anderen Stoff, der vielleicht nicht so kostbar ist, oder wir specken das Design ab. Und beim Design abspecken, das ist auch eine Herausforderung, weil die Aussage vom Kleidungsstück sollte bleiben, aber vielleicht gibt es eine einfachere Verarbeitung oder vielleicht kann man etwas weglassen, was nicht wirklich wahnsinnig wichtig ist. Ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht macht man weniger Futter, nur ein Halbfutter rein, weil die Jacke vielleicht auch im Herbst, bis im Herbst zu tragen ist, vielleicht muss sie nicht im Winter getragen werden, solche Sachen.
Genau, und so machen wir das eigentlich. Also das ist immer eine Spiegelung von was kommt vom Produzenten, von der Manufaktur und können wir das einbinden in das Gesamtkonzept der Kollektion. Genau. Und so arbeiten wir genau, mit dem Produzenten. Und deswegen, also deswegen sagen wir fair, weil das ist sehr nahe, das sind immer, meistens sind das also die sind alle, ja, alle drei sind Familienunternehmen, Verarbeitete. Der Sohn noch mit oder der Mann hat das Büro und die Frau ist in der Zuschneiderei und managt die Näherinnen und so. Also das sind und alles Betriebe, die gibt es schon lange. Genau. Ja, ich denke, das ist ein Zusammenspiel. Also ich bin jetzt nicht eine, die aktiv Akquise macht für Bekleidungskonzepte, das mache ich nicht. Aber ich habe im 2006 ja, zusammen mit der Eröffnung meines Ladens Kleinbasel bei Tony Klein, im Kleinbasel damals noch in der Klarastraße, habe ich auch diesen Schuluniform-Wettbewerb gewonnen. Und das war natürlich ein Riesenhype damals. Weil das war ein aktuelles Thema und das war auch ein, das war dann noch vor den Sommerferien, also saure Gurkenzeit, dann wird ja immer alles in den Medien so hochgespielt. Genau, und das war ein Riesenthema und das hat natürlich eine Synergie gegeben. Nachher habe ich ja 2013 dann die Uniformen Design, das Teambekleidung gemacht für die Bus- und Tramfahrer der Basler Verkehrsbetriebe, der BVB. Die sind auch nicht aufmerksam geworden wegen der Schuluniform, wegen meinem Laden. Also das ist immer so eine Synergie. Halt. Es hilft beiden, denke ich, weil es ist eine Visitenkarte, wenn ein Unternehmen eine Schweizer Designerin fragt und nicht eine Firma, die kein Gesicht hat. Also es ist wichtig im Marketing auch, denke ich, und auch für die Menschen, die diese Projekte machen in den Firmen. Also es ist, ich glaube, ich bin noch gut im Brückenbauen und im Erklären von komplexen Abläufen, weil es ist wirklich auch bei einer Teambekleidung wichtig, dass die Menschen mitdesignen, die das nachher tragen, also diese Teams, das muss ein bisschen basisdemokratisch sein, das braucht sehr viel Zeit und sehr viel Geduld. Vor allem, wenn eine Teambekleidung neu eingeführt wird, also wenn die Menschen noch nie, das Team noch nie Bekleidung gehabt hatte, die ihnen gestellt wurde, sondern wenn vorher immer Privatkleidung getragen wurde, dann ist das sehr wichtig, dass man das, weil es gibt natürlich Widerstände, das ist klar, und du kannst das nie allen recht machen. Und dann ist das ja noch körperlich. Also ich meine, muss dir ja auch wohl sein. Und ich kann du kannst nicht als Designerin für jede Figur einen einzelnen Schnitt machen, du kannst auch nicht für jede Spezialfigur einen einzelnen Schnitt machen, sondern es sind halt Konfektionsgrößen und dann passt man das an. Und dort ist wichtig, dass man die Leute ins Boot holt. Und ich denke, das liegt mir noch und deswegen haben wir halt immer wieder mal solche Projekte. Genau. Also, ich würde Ihnen empfehlen, zuerst zu arbeiten, in Firmen zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln. Weil das habe ich gemacht und das hat mir sehr geholfen. Also einfach, weil es gibt ganz komplexe Abläufe in dieser Branche, die sind so wie sie sind und die muss man kennen. Und man kennt das sicher vom Studium und so, aber das ist alles meistens recht theoretisch oder es kommt ja auch darauf an, wo und welche Ausbildung du machst zum Designer. Je nachdem ist es mehr style-lastig oder entwurfslastig, mehr Produktionslast und so. Und ich denke, es ist sicher wichtig, dass man sich eine Stelle sucht. Wahrscheinlich ist das auch am Anfang ein Praktikum oder so. Aber ich denke, bevor man selber ein Label aufmacht, sollte man mal schauen, wie machen es andere. Das ist sicher sehr interessant und erhellend. Und, ja. Und dann ist es halt einfach so, dass ich immer sage, ja, pass auf, was du dir wünschst, weil das ist deine Verantwortung. Also sobald du dann halt noch Mitarbeiter hast, oder Verträge, Laden, Atelier, Mietverträge und so, hast du auch Verantwortung. Und klar, man kann ja immer alles auch wieder zurückbauen oder so, aber
ich denke, es ist sehr, sehr viel Investition an Zeit und Kraft und man muss es wirklich wollen und man muss dranbleiben können. Also braucht schon Biss, denke ich. Und das sind so die Charaktereigenschaften, die man haben müsste, denke ich. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass man nicht aufgeben möchte. Und es muss irgendwie wie so ein Traum sein. Also es muss schon eine rechte Vision sein, weil man darf sich auch nicht vom Weg abbringen lassen, weil es passieren vielmals Sachen, die sind nicht so cool. Also, ich weiß auch nicht, Probleme oder eine Produktion kommt falsch oder eine Mitarbeiterin wird krank oder was auch immer. Es kann immer Sachen geben. Man muss schon, das Ziel sollte man nicht aus den Augen verlieren. Also ich will das Label, weiterbringen. Nicht unbedingt im Sinne von größer werden oder so etwas, sondern einfach den Status quo behalten, gut bleiben, qualitativ, ehrliche Arbeit machen und so. Und diese Vision, die muss man schon haben und das muss man verfolgen. Also es ist sicher ein langwieriger Prozess. Also ich mache das jetzt, also ich bin Schneiderin, Designerin seit über 30 Jahren und jetzt seit 20 Jahren mit Kleinbasel unterwegs. Und also manchmal sagen mir die Leute, ja, du bist ja etabliert, oder? Aber das ist ein dehnbarer Begriff, finde ich. Also es gibt immer wieder Probleme und Sachen, Herausforderungen, die man meistern muss. Und ja, wichtig ist, dass man die Freude nicht verliert, oder? Es soll immer noch Spaß machen, soll interessant sein und das wäre das Ziel.